Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, ich hatte mir eigentlich vorgenommen, heute über den Antrag der CDU zu sprechen. Und in dieser aufgeheizten Atmosphäre ist das nun wirklich nicht ganz so einfach. Dieser Antrag, liebe Kolleginnen und Kollegen, reiht sich ein in eine ganze Reihe von Anträgen, die demonstrieren, wie sich die Abgeordneten Kollegen aus jeder Fraktion darum bemühen und kümmern, dass Integration in diesem Land gelingt. Und da gibt sich jeder auch Mühe und jeder hat die richtigen Gedanken. Und dieser Gedanke, der in diesem Antrag zunächst geäußert wird, ist ja die Frage der Vermittlung von Werten, von Regeln, von Demokratie, von der Gestaltung des Zusammenlebens in Deutschland. Aber warum sich dieser Antrag jetzt nach Köln so auf dem Weg macht und auch danach, wo wir eigentlich die Forderung des Antrags, nämlich das Landesamt für politische Bildung mit mehr Mitteln auszustatten, damit sie auch in mehreren Sprachen ihre Aufgaben erfüllen können, warum der jetzt nach Köln so kommt, das erfüllt mich dann doch mit großer Sorge, weil das hört sich doch so an, als ob jede und jeder, der hier nach Deutschland kommt, erstmal Aufklärung braucht, nach Köln, erstmal so ein bisschen so in diese Straftäterrichtung geschickt wird und deswegen brauchen wir die Aufklärung. Nein, nach Köln ist dieser Antrag zwar inhaltlich nach wie vor richtig, aber hat mit Köln praktisch überhaupt nichts zu tun. Selbstverständlich arbeiten wir doch alle gemeinsam daran, dass Regeln und Werte und Demokratie und Zusammenleben in dieser Gesellschaft gestaltet wird. Und da arbeitet auch das Landesamt für politische Aufklärung dran. Er hat ja den Auftrag, für Demokratie zu begeistern. Und wenn ich richtig informiert bin, kommt im Februar auch die Broschüre in 7 verschiedenen Sprachen raus, die auch noch mal zum Inhalt hat, das eine oder andere zu thematisieren und auch zu unterstützen. Aber dann stellt sich doch die Frage, wer wird denn eigentlich unterstützt? Reicht das, wenn wir eine Broschüre auflegen? Das ist ja nur ein Punkt. Und die anderen Punkte, die haben wir doch vor Ort. Wir haben bis auf diese 4 Ausnahmen überall kommunale Integrationszentren, die Weiterbildung vermitteln, die Weiterbildungsangebote vermitteln. Wir haben die Weiterbildung vor Ort gestärkt mit dem Nachtragshaushalt. Die Kommunen sind unterwegs, die Schulen sind unterwegs. Alles, was kommunal, örtlich da, wo die Menschen haben, sind doch unterwegs in der Frage. Und nicht zuletzt sind doch auch die Ehrenamtlerinnen und Ehrenamtler unterwegs und reden darüber, wie leben wir hier in Deutschland zusammen. Und ich glaube, das ist eine große Anerkennungs- und Willkommenskultur, die wir in unseren Kommunen haben. Und diese Willkommenskultur unterstützen wir doch gemeinsam mit unseren Maßnahmen. Deswegen stocken wir die KIs aus. Deswegen unterstützen wir die Weiterbildung nochmal. Und zum Zweiten würde ich gerne noch mal auf diese Frage der Integrationskurse eingehen. Das ist Bundesangelegenheit, das wissen wir alle. Und ja, man kann über eine Erhöhung der Stundenzahlen auch diskutieren. Wäre ich sogar sehr dafür, weil die Aufgabe, Menschen hier integrieren zu können und ihnen die Möglichkeit zu geben, hier auch mitzugestalten, ist wirklich eine große und eine wichtige. Aber wenn Verfahren 2 Jahre dauern, und wenn Leute dann eben nicht in den Integrationskurs gehen können oder der nur begrenzt ist auf ganz wenige Leute, die den überhaupt genießen können, dann ist doch diese Forderung zwar richtig, aber in der Realität noch nicht angekommen. Und wenn Sie dann außerdem, und das ist ja auch Bestandteil des Asylkompromisses, der jetzt gestern dieses Asylpaket 2, wenn Sie dann noch sagen, Hürden aufbauen, dann soll doch auch jeder für den Integrationskurs zahlen. Dann verstehe ich überhaupt nicht, was Sie mit diesem Anliegen wollen, weil das ist ja dann so ein bisschen wie Wasser predigen und Wein trinken. Und nach all dem, was wir hier unternehmen, glaube ich doch, dass es unser aller Ansinnen ist und auch bleibt, diese Aufgabe, diese Herausforderungen in diesem Land zu meistern
Und ich glaube auch, dass wir alle gemeinsam das können. Und in diesem Sinne würde ich Ihnen von dieser Stelle aus ein vielleicht ruhigeres und aktives Wochenende wünschen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus